Ja, hallo, ich bin Manuel, ich bin Doktorand an der TU München. Ich hab heute einen kleinen Vortrag über so ein paar Beobachtungen, Sachen, die mir aufgefallen sind, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wie viel davon schon allgemein bekannt ist und was da so an Theorie existiert. Also die Mathematik, die ich heute präsentiere, das ist eigentlich alles kalter Kaffee, das ist schon so seit 30, 40, 50 Jahren bekannt, das ist nichts, was ich erfunden hätte oder so. Es sollte aber trotzdem wahrscheinlich für die meisten hier neu sein, das sind jetzt nicht so die Sachen, die man üblicherweise lernt im Studium. Sonst noch was zu sagen? Ja, okay. Okay, also erstmal eine Warnung. Also die Physiker im Raum, die werden sich wahrscheinlich wohlfühlen, aber allen Mathematikern muss ich mal sagen, also ich werde jetzt hier erstmal Dinge machen, die man eigentlich nicht machen sollte und mich überhaupt nicht rechtfertigen werde. Also ich werde hier Umformungen machen, ohne irgendwie zu erklären, warum man das machen darf. Dafür was normal. Ja, das mache ich normalerweise. Das ist jetzt so. Aber wie gesagt, ich werde auch nachher sogar ein bisschen erklären, warum das in dem Fall okay ist, das zu machen, aber. Ich finde es auch gut, dass du vorher warst. Ja, wir machen heute Street Logic. Genau, das ist heute Street Logic. Also, vor 300, 400 Jahren war das absolut üblich, da hat man so Mathematik gemacht. Heutzutage, teilweise immer noch, kommt drauf an. Aber jedenfalls fangen wir mal ganz locker an. Also, ich nehme mal an, die meisten wissen hoffentlich so ein bisschen, was algebraische Datentypen sind in der funktionalen Programmierung. Ich denke, man kann wahrscheinlich auch so grob verstehen, was da passiert, wenn man das nicht weiß, aber Moment. Ich glaube, das war das falsche Keybinding. Nee. Steuerung H, K. Ich glaube, ich nehme einen anderen Presenter. Das ist okay. Das ist halt von den Baden, oder? Ja, okay. Egal. Hat schon gepasst, glaube ich. Egal. Jedenfalls, also wir haben erstmal einen Datentypen. Ich habe es mal in Haskell-Syntax hingeschrieben, aber es ist vollkommen egal. Einfach nur ein algebraischer Datentyp. Das ist die übliche Darstellung, die man für Listen hat. Also man hat hier irgendwie ein Nil, das ist die leere Liste. Und man hat einen Konstruktor Cons, in dem man einfach an eine Liste vorne ein Element dranhängt. Also das A ist der Elementtyp. Und wenn man sagt, eine Liste ist entweder die leere Liste oder eine Liste von Typ A mit einem A noch vorne dran und so hat man Listen definiert. So, das ist so das allgemein Übliche. Und man kann das Ganze auch sehen als eine Liste ist ein Summentyp aus entweder either Unit. Also Unit ist ein Typ, der hat nur einen einzigen Wert und das ist Unit. Also das ist praktisch so es ist einfach irgendein Wert und das geht nicht. Oder es ist ein Paar aus einem A und einer Liste von A. Also das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur anders geschrieben. So, und jetzt kann man sagen, Unit, das ist ein Wert von genau einem Typ mit genau einem Wert. Also im Prinzip ist Unit das gleiche wie 1. Sagen wir jetzt einfach mal. Und either, das heißt ja schon Summentyp, also ist völlig klar, das könnte man als Plus schreiben. Paare, also das Paar AB ist ein Produkttyp, kann man einfach als Mal schreiben. So können wir einfach gleich diese ganze Definition hier oben, diesen Datentypen, können wir gleich umschreiben, so dass es ein bisschen mathematischer aussieht als L von A, also L für Liste, ist 1 plus A mal L von A. So, jetzt haben wir eine Gleichung. Gleichung ist toll, das können wir als Mathematiker. Was machen wir mit der Gleichung? Auflösen. Wir lösen diese Gleichung jetzt einfach mal auf und kriegen raus, Liste von A ist 1 durch 1 minus A. Leuchtet ein, oder? So, ich spüre so ein bisschen Skepsis hier im Raum. Deswegen, ich zeige es mal auf einem anderen Weg, dass das stimmen muss. Und zwar kann man sich überlegen, was ist eine Liste? Eine Liste ist entweder gar kein Wert oder ein Wert oder zwei Werte oder drei Werte und so weiter. Also man kann sagen, eine Liste ist entweder ein Unit oder ein A oder ein Paar von A's oder ein Triple von A's und so weiter. Und das kann ja im Prinzip beliebig weit hochgehen. Also hat man sozusagen eine unendliche Summe über alle diese A hoch irgendwas. Also 1 plus A plus A Quadrat plus A hoch 3 und so weiter und so fort. Jeder Mathematiker wird euch sofort sagen, ja, das ist eine geometrische Reihe, das können wir lösen, kommt raus 1 durch 1 minus A. Passt, ja? Also muss stimmen, oder? kurzer Hinweis, es ist eine schlechte Idee, auf der Arbeit nach LaTeX-Video zu suchen. Ja, aber Listen sind langweilig, machen wir es mal mit Bäumen. Und zwar gleich mit zwei Bäumen. Das hier ist ein sozusagen Binärbaum, also wir haben entweder ein Blatt mit einem A dran, oder wir haben eine Verzweigung und zwei Binärbäume. Also das sind einfach Binärbäume, bei denen die Noten immer nur an den Blättern stehen. Also an den untersten Knoten. Und das zweite ist ein allgemeiner Baum. Da haben wir auch Knoten und jeder Knoten hat einen Wert dran stehen und beliebig viele K
Kindbäume wieder. Also so ein bisschen als Bild dargestellt, so sieht das ungefähr aus. Das ist der eine Baumtyp, also diese Dinger hier, das sind die Knoten, die interessieren uns nicht. Das heißt, das sind diese schwarzen Dinger, das sind die Blätter, da steht jeweils ein Wert dran. Und das hier, das sind die gleichen Bäume, da habe ich jetzt mit so Karos gemacht, damit man es besser unterscheiden kann. Das sind unsere zwei Baumtypen. Was können wir jetzt mit denen machen? Naja, bei dem haben wir wieder nach dem gleichen Motto wie vorher diese Gleichung, T1 von A ist gleich A plus T1 von A Quadrat. Und bei dem entsprechend haben wir A mal Liste von T2 von A. So, und was das ist, wissen wir schon, das haben wir gerade eben schon gesagt. Liste ist ja einfach 1 durch 1 minus Z sozusagen, und das können wir jetzt hier einsetzen, haben wir A durch 1 minus T2 von A. Haben wir zwei Gleichungen, was machen wir mit denen? Auflösen. Also Gleichung, Mitternachtsformel, kriegen wir das hier raus. Also streng genommen, ja, da müsste eigentlich natürlich ein Plus-Minus stehen, das wissen wir aus der Schule. Ich erkläre jetzt mal nicht, warum ich das Plus weggelassen habe, das kommt später, aber glaubt mir mal, das passt schon so. So, jetzt machen wir das gleiche mit dem zweiten Typen, haben wir auch wieder eine Gleichung, multiplizieren wir das mal rüber, Mitternachtsformel, kommt genau das gleiche raus. Was heißt das? Naja, offensichtlich, das muss das gleiche sein. T1 ist das gleiche wie T2, es sind genau die gleichen Bäume, sieht man, oder? Ja. Also, probieren wir es doch einfach mal aus. Das ist nämlich in der Tat so, T1 und T2, das sind isomorphe Typen. Also es gibt einen Isomorphismus von T1 nach T2 und wieder zurück, und wenn man die aneinander hängt, kriegt man die Identität. Also es sind wirklich isomorphe Typen. Und ich werde jetzt mal nicht hinschreiben, diese Isomorphismen gehen, ich werde das nur mal motivieren. Und zwar können wir uns mal so einen Funktionsterm anschauen. Also das liest man als f von x von g von y von z. Also das ist praktisch eine verschachtelte Funktionsapplikation, das kennt man aus der funktionalen Programmierung. Also g ist eine Funktion, die nimmt zwei Parameter, y und z. Und f ist eine Funktion, die nimmt zwei Parameter, nämlich x und g von y von z. Das kann man jetzt auf zwei verschiedene Arten als Baum hinschreiben. Die offensichtliche Art ist erstmal die hier, man schreibt oben die Funktion f und dann drunter als Kinder die Argumente, nämlich x und g von y von z. Und jetzt schlage ich mal einen Bogen zu dem Namen von unserem Curry-Club. Nach Curry kann man das natürlich auch schreiben als sowas hier. Man kann das schreiben erstmal als g angewandt auf y, das gibt eine Funktion zurück. Und diese Funktion nimmt wiederum das z und gibt einen Wert zurück. Und das stecken wir dann wieder als Parameter hier rein. Und das ist auch wieder so, dass f nimmt zuerst das x, gibt eine Funktion zurück und dann stecken wir dann diesen Wert rein. Also das sind im Prinzip zwei äquivalente Möglichkeiten, wie man sich das da als diesen Term als Baum darstellen kann. Und das ist genau dieser Isomorphismus von dem auf das hier. Ja? Frage ist, der linke Baum falsch? Also, sollte hier nicht jedes von den Quadraten eine Funktionsanwendung sein? Wie bitte? Sollte hier nicht jedes von den Quadraten eine Funktionsanwendung sein? Dann müsste ja zuerst f und x zusammen als zwei Blätter an einem Knoten hängen. Ja. Und darauf müsste dann der recht untere Teil angewandt werden. Ja, richtig. Ja, das ist Quatsch. So. Stimmt. Entschuldigung. Ja, egal. Aber das Motto wird klar. Also ja, mach einfach noch Klammern um das x und g von z. Also das ist halt, das ist so die Motivation noch kurz. Also da kann man sehen, dass diese Bäume isomorph sind. Ja, also das stimmt. Hat funktioniert. Jetzt natürlich die Frage. Warum hat das jetzt funktioniert? Also wir haben hier unaussprechliche Sachen gemacht und haben ein richtiges Ergebnis bekommen. Wenn das so ist, dann gibt es da meistens einen Grund dafür. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das ist ein Dell-Tastatur-Bug, den ich, egal. Jedenfalls, darum funktioniert das. Also die Idee ist erstmal, wir überlegen uns, was sind denn jetzt diese, also dieses T1, T2 sind ja polymorphe Typen. Also das sind Typkonstruktoren, da stecke ich ein A rein, ein Typ A, und kriege dann so eine Art allgemeine Struktur raus, die halt für jedes A funktioniert. Also ich kann halt irgendwie Bäume von Integer mitnehmen, ich kann Bäume von Strings nehmen, ich kann Bäume von irgendwas nehmen. Und die Grundstruktur ist immer die gleiche, das Einzige, was anders ist, das sind so Löcher drin und die kann ich halt verschiedene Sachen reinstecken. Also ich kann halt, ich gehe mal zurück zu dem hier. Also das hier, diese Dinger sind ja praktisch so Löcher, da ist jeweils überall ein Loch für ein A drin und da kann ich halt verschiedene Werte von A reinstecken. Also da kann ich jetzt, wenn ich einen Baum von Strings habe, kann ich in jedes von diesen Löchern einen String reinstecken, was ich will. Und das ist halt irgendwie so generisch. Also das ist, ändert sich nicht, egal was ich da reinstecke. Und naja, wann sind zwei Typen isomorph? Das kann man sich jetzt so überlegen, ich habe zwei Typen, jeder hat irgendwelche Werte und jeder von diesen Werten hat eine gewisse Anzahl von Löchern, in die ich andere Werte reinstecken kann. Und ein Isomorphismus ist, muss natürlich jetzt immer einen Wert von T1, wenn der n Löcher hat, dann muss ich den genau auf ein T2 abbilden, das auch wieder n Löcher hat. Und
wenn das ein Isomorphismus ist, also wenn das eine 1:1-Abbildung sein soll, dann muss die Anzahl der T1 mit N-Löchern genau gleich der Anzahl von T2 mit N-Löchern sein. Sonst funktioniert das nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bestimmen wir jetzt, wie viele T1 es mit N-Löchern gibt und wie viele T2 es mit N-Löchern gibt. Das müssen wir irgendwie rausfinden. Da gibt es eine Methode, das nennt sich analytische Kombinatorik. Das ist jetzt eben der Mathe-Teil. Das ist jetzt, das wurde in den 70er Jahren von Philippe Flageolet recht vorangetrieben. Ja, wobei ich glaube, das ist sogar schon länger bekannt. Also sagen wir jetzt erstmal, was ist denn die Anzahl von Löchern in Unit? Naja, das ist ganz klar, dass Unit hat einen einzigen Wert und dieser Wert hat nur Löcher drin. Das heißt, die Anzahl, also diese Notation bedeutet die Anzahl der Werte mit n Löchern von diesen Typen. Und das ist ganz klar, also wenn n gleich 0 ist, ist die Frage, wie viele Werte von Unit gibt es mit 0 Löchern, das ist genau einer. Und ansonsten gibt es natürlich immer 0. So, jetzt habe ich das A, das ist die Frage, das A ist ja praktisch das Loch. Jetzt ist die Frage, wie viele gibt es da? Naja, also das kann man sich so vorstellen, das ist halt jetzt genau ein Loch, da kann ich genau einen Wert reinstecken, deswegen ist es 1. Und wenn ich jetzt einen Summentypen habe, einen Iver, gibt es irgendwelche Ideen, was es ist? Also ich will jetzt wissen, wie viele Löcher hat ein Wert von haben die Werte von den Summentypen? Die Anzahl von A plus die Anzahl von B. Ja, genau, also da ist es ganz klar, ein Wert von Iver AB ist entweder ein Wert aus A oder ein Wert aus B, das heißt, ich habe einfach die Summe von den beiden, ja, geht sich einfach auf. Das A sind jetzt Teilräume. Nee, das hat nichts mit Bäumen zu tun, das sind Typen. A ist ein Typ, B ist ein Typ. Und ich will jetzt, rede jetzt nicht mehr von Bäumen, ich rede jetzt allgemein von Typen. Also ich will wissen, wie viele, wenn ich einen Typen A habe und einen Typen B und die haben jeweils für jeden Wert für jede Anzahl von Löchern haben sie irgendwelche Werte, die so viele Löcher haben, will ich jetzt wissen, wie viele Werte gibt es vom Typ Iver AB, die auch genau N Löcher haben. Eine konkrete Instanz oder wirklich ein allgemeiner AB? Nee, das ist. Also, kann man sich vorstellen als A angewandt auf irgendein Typkonstruktor angewandt auf irgendeinen Typparameter. Und ich will praktisch wissen, wie viele Löcher für diesen Typparameter gibt es. Also, ja, es ist nicht so ganz sauber hingeschrieben. Okay, und jetzt bei den Produkttypen ist es so, das ist ein bisschen komplizierter. Das ist genau sowas. Da können wir uns überlegen, wir wollen insgesamt n Löcher haben. Das heißt, wir müssen uns die Anzahl Löcher irgendwie zwischen dem ersten und dem zweiten Komponente aufteilen. Und das ist dann eben genau die Summe über alle Möglichkeiten, wie ich das aufteilen kann. Also das kommt wahrscheinlich auch einigen Leuten bekannt vor, das ist eine Faltung, wie man es von Polynommultiplikation kennt, oder von formalen Potenzreihen. Also eine formale Potenzreihe ist im Prinzip sowas wie ein unendlich großes Polynom, also das hat unendlich viele Koeffizienten. Also man schreibt das so als eine unendliche Summe über irgendwelche Koeffizienten mal z hoch n. Und das Wichtige ist, das ist erstmal keine Funktion irgendwie, das ist keine, nichts, was irgendwie eine reelle Zahl zurückgibt oder sowas. Diese Summe, das ist rein formal zu verstehen. Also im Prinzip ist das nichts anderes als eine Liste von Koeffizienten, die ich auf eine gewisse Art interpretiere. Das ist erstmal ein rein formales Objekt. Ich definiere mir jetzt eben diese Potenzreihe, die hat als Koeffizienten die Anzahl der A's mit N-Löchern und hier die Anzahl der B's mit N-Löchern. Und das Interessante ist nämlich, was ich jetzt machen kann, ist, dann ist Unit entspricht der Potenzreihe 1. Also das ist praktisch einfach nur 1 mal z hoch 0 plus 0 mal z hoch 1 plus 0 mal z hoch 2 und so weiter. Und A entspricht der Potenzreihe z. Ja, weil das z entspricht der Anzahl mit genau einem Loch, also z hoch 1 entspricht einem Loch und davon gibt es genau 1, also z. Und Iver AB entspricht dann einfach ich summiere die beiden Potenzreihen auf. Dann addieren sich die Koeffizienten, also wenn ich einfach diese beiden Summen aufaddiere, dann addieren sich die Koeffizienten einfach. Und AB entspricht dann genau einfach nur der Potenzreihe AZ mal BZ. Denn die Multiplikation der formalen Potenzreihen ist genau diese Faltung, die hier oben steht. So, das muss man jetzt nicht im Detail verstehen, aber die Leute, die es schon kennen, verstehen es dann vielleicht besser. Jetzt können wir uns nochmal den Listentyp anschauen. Also wir haben gesagt, das ist unser Listentyp. Den kann man jetzt als eine Summe von Produkttypen darstellen. Also das ist so diese Standarddarstellung von algebraischen Datentypen, dass ich einfach sage, List von A ist so definiert und das ist isomorph zu either Unit, weil ich hier einen nullstelligen Datentypkonstruktor habe, oder eben dem hier, oder einen zweistelligen Datentypkonstruktor, also ein Paar aus A und List A. So, also das ist so ein typischer Isomorphismus, den man da hat. Und
da ist jetzt irgendwas an dem Align-Environment kaputt, egal. Jedenfalls, sagen wir mal, L von Z ist die Potenzreihe von List. Also das ist die Potenzreihe, die in einer Koeffizientenfolge genau die Anzahl der Werte, also der Listen mit genau n Löchern sind. Und aus der Definition von Liste können wir herauslesen, also wenn wir uns das mal anschauen, wir können hiervon einfach die Potenzreihe ausrechnen, das haben wir gerade eben gezeigt. Das heißt, dann wissen wir, dass die Potenzreihe von L von Z genau das gleiche sein muss wie die Potenzreihe 1 plus Z mal L von Z. Also diese Rekursionsgleichung für die Potenzreihe fällt direkt aus der Datentypdefinition raus. Die können wir 1 zu 1 abschreiben und das funktioniert so. Das kann man recht leicht zeigen. So, und dann können wir diese Gleichung lösen im Ring der formalen Potenzreihen. Und da können wir nämlich jetzt einfach das, wenn das Potenzreihen sind, können wir einfach das so rüberziehen, können dann durch 1 minus Z teilen, das funktioniert alles. Und dann kriegen wir genau diese Lösung raus. Und was sagt das im Prinzip? Das sagt, es gibt eine Liste mit 0 Löchern. Es gibt eine Liste mit einem Loch, es gibt eine Liste mit 2 Löchern und so weiter. Das ist genau das, was man erwarten würde. So, das gleiche können wir jetzt für die Bäume wieder machen. Dann wird diese Gleichung gehabt. Und das können wir auch im Ring der formalen Potenzreihen lösen. Das ist ein bisschen schwieriger, da haben wir noch diese Wurzel drin. Also man kann das über die komplexen Zahlen sich anschauen, man kann es aber auch rein formal machen. Also es gibt auch Wurzeln auf formalen Potenzreihen. Das funktioniert auch alles prima. Und dann kriegt man genau diese Lösung raus. Und es ist hier die Frage, also wir haben jetzt hier ein Plus-Minus drin. Es ist die Frage, also es muss genau eine von den beiden Möglichkeiten sein. Also wir wissen, diese Potenzreihe existiert, weil wir können sie ja hinschreiben. Das ist einfach die Potenzreihe, die als Koeffizient die Anzahl der Werte hat. Also es muss eine eindeutige Lösung geben. Jetzt können wir uns überlegen, was das für eine ist. Und die Pluslösung kommt nicht in Frage, denn wenn wir jetzt für z mal 0 einsetzen, also wenn wir uns den konstanten Koeffizienten anschauen, dann kriegen wir hier 1 raus. Das würde bedeuten, es gibt einen Baum mit 0 Löchern. Und das stimmt halt einfach nicht. Es gibt 0 Bäume mit 0 Löchern, weil wir gesagt haben, die Blätter haben schon Werte dran stehen und ich habe mindestens immer ein Blatt und von daher geht das nicht. Das heißt, die Pluslösung ist Quatsch, können wir wegwerfen, es muss die Minuslösung sein. Und dann haben wir das gelöst. Und dann haben wir eben genau diese Gleichung gezeigt mit einem Minus hier. Und haben eine eindeutige Lösung. So, und was wir dann gezeigt haben, ist im Prinzip, wenn wir polymorphe Datentypdefinitionen haben, können wir daraus immer eine Gleichung formaler Potenzreihen ableiten. Und wenn wir dabei beides mal die gleiche, wenn wir zwei verschiedene Datentypen haben, wir kriegen beides mal die gleiche Potenzreihe raus, dann gibt es einen Isomorphismus zwischen diesen beiden Datentypen. Ein polymorphen Isomorphismus sogar. Wie bei diesen Bäumen, die wir gerade gesehen haben. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass beide für eine gewisse Anzahl von Löchern gleich viele Werte haben, so viele Löcher haben. Und also ich habe mir das nicht so genau drüber Gedanken gemacht, aber also bisher habe ich es nur gezeigt, wenn die Anzahl der Werte mit n Löchern für alle n endlich ist. Also wenn es unendlich ist, wird es deutlich schwieriger. Ich weiß nicht, ob das dann immer noch funktioniert. Wahrscheinlich bricht das dann irgendwie zusammen. Wenn zum Beispiel, wenn die Potenzreihe, die man da rausbekommt, wenn man die als komplexe Funktion interpretiert oder als reelle Funktion und man hat dann einen positiven Konvergenzradius, dann ist das immer der Fall automatisch. Und, ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, und das sollte vermutlich nicht nur mit einer Typvariante funktionieren, sondern auch mit mehreren, dann bekommt man halt multivariate Potenzreihen. Habe ich mir also nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber sollte eigentlich auch klappen. So, offene Fragen, also. Das ein Problem ist, wir haben jetzt damit gezeigt, es gibt immer diesen Isomorphismus, aber es ist überhaupt nicht, glaube ich, der berechenbar ist. Also der kann irgendwie, es ist nur gezeigt, es gibt einen, aber wie der aussieht, ob der berechenbar ist, wissen wir nicht. Das zweite ist, ja, wie sieht er aus? Also es kann sein, dass der irgendwie turbo kompliziert ist. Bei dem mit den Bäumen gerade eben, den kann man recht leicht hinschreiben, also er ist nicht total offensichtlich, aber man kann sich das überlegen, in, keine Ahnung, 5 Minuten, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit funktionaler Programmierung, dann kommen wir da auch drauf. Aber theoretisch, rein aus der Methode, ist das nicht klar, ob der irgendwie eine einfache Form hat. Und es gibt schon ein paar Paper zu ähnlichen Sachen, aber die gehen eher so aus der kategorientheoretischen Sichtweise dran, wegen der Ringtheorie. Und das ist mir nicht ganz klar, wie sehr das mit dem zusammenhängt, was ich da jetzt gemacht habe. Also ich komme ja irgendwie aus der analytischen Kombinatorik und das ist halt meiner Ansicht nach eine völlig andere Herangehensweise. Und ich glaube, die Klasse von Problemen, die wir betrachten, ist auch so ein bisschen eine andere. Also ich glaube, diese kategorientheoretische Sicht, die geht immer auf konkrete Typen und nicht auf Typkonstruktoren, die noch einen Typparameter bekommen. Also das ist mir nicht so ganz klar. Das würde ich gerne noch rausfinden, ob da ein Zusammenhang besteht und wie der ist. Insbesondere bei diesen anderen Ansätzen, bei der aus der Kategorientheorie, da ist es so, dass der Isomorphismus, der rauskommt, auch immer explizit ist. Also er hat eine sehr einfache Formel, der ist berechenbar. Das würde mich interessieren.
So, jetzt habe ich noch einen kleinen Anhang, was man damit noch machen. Ich habe noch kurz eine Frage, ob ich S01 zurückgebe. Was gesagt, ist, nein, nicht so cool. Was gesagt, ist der Isomorphismus nur berechenbar? Gibt es dann nicht, also wenn wir jetzt mal bei dem endlich die Anzahl. Ja, es gibt vermutlich mehrere. Ja, gibt es dann nicht, also angenommen, du hast jetzt Isomorphismus an für N-Löcher. Ja. Dann kannst du ja, du weißt du ja, wie viele Objekte es gibt mit diesen N-Löchern. Das sind ja endlich viele. Mhm. Das heißt, gibt es, sagen wir, das sind K viele. Da gibt es doch K-Fakultät verschiedene Isomorphismen, oder nicht? Ja, für diese eine Anzahl von Löchern schon, aber das Problem ist ja, das muss ja für jede Anzahl von Löchern funktionieren. Also wenn du irgendwie sozusagen für jedes N dir vorher einen eigenen Algorithmus überlegen kannst, dann ist es berechenbar. Also wenn es sozusagen, da gibt es diese Turing Machines Take Advice. Achso. Also dann geht das, glaube ich. Aber das Problem ist, du musst dir ja irgendeinen Mechanismus überlegen, der halt für alle Löcher funktioniert. Dein Isomorphismus übernimmt jetzt der Server nur endlich viele Fallunterscheidungen von der. Genau. Endlich in den Baum, endlich tief in den Baum reinschauen. Ja gut, das sind dann diese very explicit isomorphisms. Also das wäre natürlich noch besser, aber ja. Für mich wäre es dann schon mal nett, wenn das nicht nur berechenbar wäre. Ja. Das ist meiner Ansicht, meiner Meinung nach nicht so ganz klar. Bist du denn schon oder was? ja. Ist es nicht? Also jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Appendix, mit dem ich noch zeige, was man damit so machen kann. Zum Beispiel, also ich habe ja vorher gesagt, wir zählen irgendwie Löcher. Was heißt Löcher in dem Fall von diesen Bäumen, die wir haben? Löcher ist einfach die Anzahl Blätter. Zum Beispiel kann man sich die Frage stellen, wie viele von diesen Binärbäumen gibt es, die genau n Blätter haben? Oder allgemein, wie viele Binärbäume gibt es, die n Blätter haben? Dann kann man eben das genau so machen, man definiert sich den Datentyp von Binärbäumen und die Sachen, die ihn interessieren, markiert man mit einem Wert. Nämlich in dem Fall beispielsweise die Blätter. Also an jedes Blatt setzen wir so einen Wert. Und dann kann man sich das mal überlegen für kleine Zahlen. Also es gibt einen, der es gibt 0 mit 0 Löchern, es gibt einen mit einem Loch, es gibt einen mit zwei Löchern und so weiter und so fort. Also das heißt, die Anzahl von Bäumen mit genau n Blättern ist diese Folge hier. Und das Interessante ist jetzt, also das, was wir gezeigt haben, wenn wir diese Gleichung für T1 nehmen, für die also Potenzreihe, und jetzt hier eine Taylor-Expansion machen, dann kriegen wir genau z plus z Quadrat, 3z hoch 3, 5 und so weiter. Also die Koeffizienten sind genau diese Zahlen hier. Und man kann das Ganze dann lösen, also man muss ein bisschen Aufwand betreiben, um das in diese Form zu bekommen. Hat was zu tun mit dem allgemeinen Binomialsatz. Dann kommt man darauf, dass die Anzahl der Binärbäume mit genau n Knoten ist genau dieser Ausdruck hier. Also 1 durch n, Binomialkoeffizient und so weiter. Ziemlich eklige Sache. Also das hat was zu tun auch mit Katalanzahlen, falls das jemand was sagt. Man kann das auch anders zeigen, aber mit dieser Methode kommt man halt sehr mechanisch darauf, dieses Ergebnis. Also da hat man ein genaues Verfahren, das man machen kann. Das Interessante ist jetzt sogar, also das ist jetzt so ein bisschen ekelhaft da unten, dieser Ausdruck, wenn man sich für was weniger Konkretes interessiert, wenn ich nicht wissen will, wie viele gibt es genau, sondern ich will nur wissen, wie viele gibt es denn so ungefähr, dann kann man auch was machen. Und zwar, man kann sagen, okay, ich betrachte jetzt diese Funktion, also dieses, wir betrachten jetzt das hier einfach als Funktion auf den komplexen Zahlen. Wenn man das plottet, kommt sowas hier raus. Und da sieht man, dass also das ist hier alles überall sehr glatt. Also das ist unendlich oft differenzierbar. Und hier an der Stelle ein Viertel macht es auf einmal so irgendwas. Also das nennt man eine Singularität. Also dann ist es halt auf einmal nicht mehr differenzierbar. Und bei ein Viertel haben wir eine Singularität. Und wenn man sich mit Stirling-Formeln und allem möglichen Kram überlegt, wie das hier asymptotisch aussieht, kommt man drauf, dass das für große n ungefähr das gleiche ist wie dieser Ausdruck hier. Und hier ist eine 4. Da ist eine 4, da ist ein Viertel. Ist es ein Zufall? Nein, es ist kein Zufall, das ist immer so. Also immer, wenn man irgendwie so einen Datentyp hat und wenn man den irgendwie als Funktion interpretiert, also auf den komplexen Zahlen und da irgendwas macht, dann kann man sich anschauen, wo ist denn die Singularität von der Funktion, die am nächsten am Ursprung ist. Und die bestimmt das asymptotische Wachstum. Die bestimmt diese Basis von den Exponenten hier. Und das, was dann davor noch steht, das ist so ein bisschen komplizierter. Das kommt darauf an, was genau für eine Art von Singularität ist. Aber das kann man auch ausrechnen, aber es ist ein bisschen schwieriger. Also da kommen alle möglichen komplizierten Sachen rein, Gamma-Funktionen, alles Mögliche. Das kann man auch alles machen. Hast du eine Frage? Ja. Was bedeuten denn die Achsen? Das ist Realteil von der Eingabe, das ist der Imaginärteil, also das ist der Realteil von Z, das ist der Imaginärteil von Z und oben unten ist, oben unten ist der Imaginärteil von dem Ergebnis. Also das, ich habe jetzt den Imaginärteil genommen, weil man da die Singularität schön sieht. Das ist hier so ein Riss ist direkt. Okay, offensichtlicherweise.
Ja, also das, also was man halt sieht, ist, dass das hier alles sehr glatt ist, aber dann hier an der Stelle ein Viertel, also Realteil ein Viertel, macht das immer so einen Riss und ist irgendwie nicht mehr glatt, sondern ja, alles kaputt. Ein Riss in der Raumzeit. Genau, und ja, das ist halt schon mal sehr, sehr erstaunlich, dass man erstens mal, dass man überhaupt sinnvollerweise von einem Datentyp auf so eine Potenzreihe kommen kann und dann, wenn man die Potenzreihe irgendwie auf einmal als Funktion auf den komplexen Zahlen interpretiert, was halt irgendwie schon mal ein ziemlicher Sprung ist und sich dann davon die Singularitäten anschaut, dass man dann bestimmen kann, wie viele Werte es von den Typen gibt, mit einer gewissen Größe. Also das ist sehr, sehr interessanter Zusammenhang. Das ist, wie gesagt, das ist analytische Kombinatorik, das ist so seit den 70er Jahren bekannt. Und das ist auch das in die Richtung, in die ich mit meiner Doktorarbeit gehen will. Ja, genau. Das Zweite, was man machen kann, ist zum Beispiel, das ist auch eine sehr schöne Anwendung, ich will wissen, wie viele Möglichkeiten gibt es denn, um eine gewisse Zahl aus Summanden zu bilden. Also zum Beispiel die Zahl 2 kann ich schreiben als 2 oder als 1 plus 1. Die Zahl 3 kann ich schreiben als 1 plus 1 plus 1 oder als 1 plus 2 oder als 2 plus 1 oder als 3. Also habe ich 4 Möglichkeiten. Wobei die Reihenfolge dir egal ist. Nein, die Reihenfolge ist wichtig in dem Fall. Das andere ist ein bisschen schwieriger, das sind die ungeordneten Zahlpartitionen, aber die geordneten sind noch ein bisschen einfacher, deswegen habe ich jetzt die genommen. Das ist halt kein Baum mehr. Das ist ja dann so ein Baum, oder? Also, das ist in dem Fall eine Liste eigentlich. Ja, wie man es halt aufteilt, halt ist quasi so. Ja, wenn du es als Baum machst, ist das Problem, dass du noch mehr Informationen reinsteckst. Mhm. Also die Klammerung ist mir egal hier. Mhm. Wenn man die Klammerung noch berücksichtigen würde, dann wäre es wirklich ein Baum. Aber mir sind die Reihenfolge wichtig, aber nicht die Klammerung. Ja, also im Prinzip ist die Frage, wie viele Listen von positiven Zahlen gibt es, die sich zu genau n aufsummieren. Also in dem Fall eben zu genau 3. Da gibt es eben 4 Listen, die ich gerade gesagt habe. Und das kann man dann eben formulieren als, erstmal, was ist denn die erzeugende Funktion der positiven Zahlen? Also kann man sich überlegen, wie viele Zahlen gibt es der Größe 1? Naja, genau eine. Wie viele Zahlen gibt es der Größe 2? Auch genau eine. Wie viele Zahlen gibt es der Größe 0? Naja, gar keine, weil wir gesagt haben, wir wollen eine positive Zahl. Das heißt, die erzeugende Funktion ist z plus z Quadrat plus z und 3 und so weiter bis ins Unendliche. Das ist wieder z durch 1 minus z, geometrische Reihe. Und dann kann man das einfach einsetzen in das, was die Listen hatten. Also wir nehmen das 1 durch 1 minus z, setzen das z durch 1 minus z von da oben ein, rechnen das aus und dann kommen wir genau auf das hier. Das können wir schauen, also die 0 können wir genau in das 1 aufteilen, nämlich 0. Die 1 können wir aufteilen in 1. Die 2 können wir aufteilen in 1 plus 1 oder 2. 3 können wir aufteilen in, was habe ich bei Ihnen gesagt, und so weiter. Und da kann man sich jetzt schon überlegen, dass das irgendwie, das sieht so aus, als ob es sich immer wieder verdoppelt. Und das ist auch wirklich so, das kann man dann auch recht leicht zeigen. Die Antwort ist, also es gibt genau eine Möglichkeit wie 0 und ansonsten sind es 2 hoch n minus 1. Und das ist auch so eine Sache, also das kann man mit Schulmathematik sich überlegen, kombinatorisch, kommt man wahrscheinlich auch irgendwann drauf, aber wenn man das Verfahren nimmt, ist es rein mechanisch, man setzt das ein und kriegt am Ende das richtige Ergebnis raus, ohne groß nachdenken zu müssen. Also ja, das waren jetzt nur so 2 so Anhänge, was man damit noch so machen kann. Ja, aber der Hauptteil, was ich Ihnen zeigen wollte, war, dass mit den Typen, bis man das interessant fand. Also das ist ungefähr so passiert. Ich habe irgendwie zusammengeschrieben, was ich in meiner Doktorarbeit ungefähr machen will und habe dann als Beispiel eben diese 2 Baumtypen genommen, wollte eben zeigen, wie viele gibt es jeweils mit so und so vielen Blättern oder mit so und so vielen Knoten. Habe festgestellt, Moment mal, da kriege ich immer die gleiche erzeugende Funktion raus. Und dann habe ich geschaut, sind die denn wirklich isomorph? Und ja, sie sind isomorph. Und dann habe ich eben gefragt, naja, woran liegt das und habe versucht, das so ein bisschen rauszufinden. Und ja. Das war's dann auch. So, Fragen? Ja, ich habe eine Anmerkung. Wenn man zum Beispiel eine offene Frage zu dir ist. Da war's schon. Ja. Das gehört der Bank, ja? Nein. Also ich frage 3 kann ich nicht beantworten. Das war jetzt wichtig, ne? Aber also dieses kategorietheoretische Zeugs, das ist ja auf die Bäume auch anwendbar. Und damit sind zumindest erst 2 Fragen klar, nämlich also wenn man auch mit dem kategorietheoretischen Ansatz die gleiche Zeit kann, das ist dieses Paper von Reitz. Ja, aber das, also dann ist der Isomorphismus immer berechenbar und sogar very explicit. Das habe ich immer so ein bisschen, das Paper hat halt keine Polymorph-Typen angeschaut, sondern die haben halt immer Typen, also polymorphe Bäume. Also wenn man das mit T von A macht, dann funktioniert das gerade nicht. Das ist mir eben nicht so ganz klar. Das hätte ich gesagt, das bin mir relativ sicher. Also ich meine, der Isomorphismus, der dann beim T-Ox vielleicht hier rauskommt, ist ja einfach so eine
Ich dachte, müsste ich mir nochmal überlegen, aber ich habe da irgendwann mal drüber nachgedacht und bin irgendwie zum Schluss gekommen, dass es irgendwie gerade nicht ist, dass es ein bisschen anders ist, aber vielleicht täusche ich mich jetzt da auch. Also auf jeden Fall, das vom letzten Paper ist halt konstruktiv. Deswegen muss es so sein, dass wir gut. Ich habe nur noch eine Anmerkung. Also, ich kenne mich da nicht gut aus, aber da hat der Conor McBride doch mal so Papiere dazu. Das war das mit diesen Derivatives, oder? Genau, hast du das angeschaut? Ich kenne das Paper, ja. Das hast du noch keine Verbindung gesehen, oder? Nicht wirklich. Also das, wenn ich das richtig erinnert habe, zeigt der halt, dass das mit diesen Type Derivatives funktioniert über Datentypen, indem man eine Induktion macht über Datentypen. Also da leitest du halt diese Potenzreihe, die hier rausgefunden sind, ab. Ja. Und dann die Datentypen der Ziffer über den Basisdatentyp. Okay. Was auch super cool ist. Ja. Genau, da geht es in eine andere Richtung. Also das ist auch die algebraische Struktur, die zugrunde liegt, was anderes. Bei diesen ist diese Formel Power Series. Ja, das ist eben nicht so, also das, ich meine, das ist die Tatsache, dass es irgendwie diese zwei völlig verschiedenen Ansätze gibt, die beide irgendwie zu dem gleichen Ergebnis führen, scheint schon irgendwie zu implizieren, dass da irgendein Zusammenhang ist, aber das ist mir eben überhaupt nicht klar, ich kenne mich halt mit Kategorientheorie nicht wirklich aus und ich habe auch, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch kein einziges Conor McBride Paper verstanden. Das ist normal. Das ist unorthodoxer Denken. Von daher ist mir das überhaupt nicht klar, weil wie das zu sehen ist. Also das hat halt auch sehr wenig mit dem zu tun, was ich normalerweise so mache. Deswegen bin ich da so ein bisschen verloren. Also man kann mit analytischer Kombinatorik noch sehr viel mehr machen. Also es geht nicht nur mit Datentypen, das kann man auch mit Mengen machen und mit allen möglichen Dingen, Permutationen. Und man kann auch diese Sachen wie diese Derivatives, das kennen die Mathematiker auch, das kennt ihr unter dem Namen Pointing. Also dass man irgendwie einen Wert speziell auszeichnet und das dann sozusagen Zeiger draufsetzt und sagt, der ist jetzt besonders. Also da ist, glaube ich, sehr viel Zusammenhang, aber ich weiß nicht, wie sehr dieser Bogen von analytischer Kombinatorik zu Datentypen schon gespannt wurde. Ich glaube nämlich eher nicht so. Es gibt eine Generalstheorie der Spezies. Okay. Diese kombinatorischen Spezies. Ja, genau. Ja? Da gab es auch mal auf irgendeinem Blog, was auf kleine Festkirche zertifiziert wird. Schön einfügen. Es kann sein, dass ich das sogar schon gelesen habe. Das ist halt quasi nochmal kategorifiziert. Ja? Also jede Spezies hat ihre zugeordnete Potenzreihe. Mhm. Und wenn zwei Spezies zueinander geworfen sind, dann sind auch die zugeordneten Potenzreihen gleich. Mhm. Aber Spezies können nochmal leicht feinere Unterschiede abbilden, denn nur dass die zugeordneten Potenzreihen gleich sind, heißt doch nicht, dass die Spezies zueinander geworfen sind. Okay? Und eine Spezies auch. Wir bringen die Artikelserie jetzt auf dem Blog von Fred Jorge. Ah ja, richtig, genau. Ja. Also das mit den Spezies sollte ich mir vielleicht mal anschauen, weil das klingt irgendwie schon sehr verwandt. Also ja. Aber wenn man Datentypen ableiten kann, kann man die noch integrieren. Das ist ein Problem. Was ist denn Graph von x und n? Das Graph von x und n ist 1, ich kann mit n plus 1 mal x und n plus 1. Das Problem ist der Nenner. Irgendwo hier, wenn man also diese algebraische Datentypen setzt, bekommt man Nenner rein. Man kommt zum Schluss ja mit diesem Grenzwert auflöst, aber man kommt sie nicht zunächst. Wie löst man, also das bedeutet, das Integral vom Datentyp x und n, ja, ist kein Datentyp mehr. Was ist die Abhilfe? Man geht zur Homotopie-Typ-Theorie über. Denn da kann ich ja neue Identifikationen schaffen und das entspricht genau dem Nennerbild. Jetzt einen sehr, sehr schönen Vortrag dazu gefunden, kann ich. Also für sehr gebrochen und sehr gut. Ja. Also, wie gesagt, zu dem Titel von deinem Vortrag, was ist die Quadratwurzel eines Baumes? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es keine sinnvolle Interpretation davon, was die Quadratwurzel eines Baumes ist. Aber man kann damit rechnen und sinnvolle Ergebnisse rausbekommen. Das war jetzt ein ziemlicher Clickbait-Titel da. Ja. Ich lerne von den Besten. Das wäre meine zweite Frage. Das wäre auch eine andere Frage. Das ist meine erste. Sagen, wenn du ganz zurückgehst zu einer der Folien am Anfang, du definierst da ja einfach mal Plus und Mal, genau. Ja. Und bildet das Plus und Mal zusammen mit den A's und B's einen Körper, einen Ring, eine Gruppe, einen Ring? Also Körper ein Ring quasi. Ein Ring, war ein Negativbefehl. Was für ein? Ein Ring. Also ein Halbring, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, es ist ein Halbring, ja. Genau, es gibt halt keine. Kein Minus praktisch. Ja, aber das ist eben dieses kategorientheoretische Paper dazu, das zeigt eben gerade, dass man, wenn man irgendwie eine Gleichung zeigen kann über Datentypen,
die man zeigen kann, wenn man das, also die man in einem Halbring zeigen kann, dann gilt diese Gleichung auch wirklich auf den Typen. Also das ist irgendwie ein Halbring. Und manchmal kann ich sagen, wie eben Wix, also nicht links, sondern links, ohne das M, weil negativ so. Oh. Das ist zwar schön, aber mein Stempel macht ja, Moment, wie ist das Phänomen für die, du schreibst also die Runs oder so? Das wäre wahrscheinlich die Identity, oder? Die Identity, genau, ja. Weiß ich nicht. Genau. Aber du willst ja kein Typ, der Identity hat. Also irgendwann hat es ja auch. Erklär doch mal den Mathematikern, die immer sagen, dass Blöcke eine natürliche Zahl sind. Ja, das ist ja Quatsch. Ich bin Mathematiker und ich sage, Null ist eine natürliche Zahl. Natürlich. Null ist die natürlichste aller Zahlen. Gab es noch Fragen?